Hallo Leute und herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Im letzten Part haben wir Welt 3 abgeschlossen und sind jetzt in Welt 4 gelandet. Eine Frage, die ich noch hätte oder so, ist das nicht die Welt oder so? Ist das nicht diese Mega-Welt? Wo, vielleicht kommt das auch nur in ein Level vor, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Wo hier Gegner wie Goomba, Koopas und was weiß ich, die Blöcke und die Fragezeichenblöcke so übelst groß sind oder so. Ist das nicht sogar die Welt? Bin mir gerade nicht so richtig sicher, aber fangen wir einfach an. Wohin gehen wir gleich am besten? Gehen wir gleich zur rechten Brücke? Überqueren wir die Brücke und gehen da zur Röhre oder gehen wir nach unten zur Röhre? Erstmal gucken, ob. Ja, okay, ihr könnt es sehen, stimmt. Ach, ich geh jetzt einfach dahin, mal schauen. Gehen wir mal da rein. War sogar richtig. Wo führt dann die andere? Ach, hier gleich zum. Na, hier, zu der Burg. Hoffentlich gibt es jetzt keine hier Tonprobleme, weil jetzt hier mein linker Kopfhörer so scheiße rumspinnt. Mein Gott, ey. So. Zum Glück habe ich irgendwie das so ein bisschen Probe gemacht. Also, weil es hier. Ach, das ist sogar doch das. Habe ich sogar doch gleich recht gehabt. Ich weiß nicht, mir gefällt das übelst, ey. Das ist so geil. Keine Ahnung, wieso ich das auch so feiere. Ich finde das so krass irgendwie. Das ist so. Ich will aber den Pilz haben. Egal. Aber ich finde auch, also hier, wo die Gegner halt so übelst groß sind, dass sie auch anders aussehen. Von mir der Koopa oder so, der sieht so ein bisschen alt aus irgendwie. Aber wenn es geht hier nicht wie beim letzten Part so übelst auf Sterben gegen Wendy, wir erinnern uns. Wir waren so übelst dumm. Machen wir hier mal ein bisschen frei. Okay, wir hätten auch drüber springen können, aber ich hätte es mal so gemacht. Diesmal bekommen wir einen Pilz und fehlen nicht, wie vorhin. Ich glaube, auf die Röhre können wir ja drauf springen. Genau. Kommen wir hier nochmal. Hier kommen wir nicht in die Röhre rein. Kommen wir gleich. Kommen wir vielleicht hier drüber? Ja, Tatsache. Gehen wir erstmal weiter. Na, abpassen. Wow. Okay, das war knapp. Das wollte ich eigentlich halten. Ach, Menno, da wäre bestimmt ein Item rausgekommen. Bestimmt. Mach mal erstmal weiter. Vorsicht. Schaffe ich das mit normalen Sprung, weil das ist schwer, hier jetzt ein bisschen zu rennen auf dem Emulator. Ach, und damit voll. Nein! Wow! Weil ich traue mich da gar nicht zu rennen. Okay, was heißt das? Ich traue mich nicht, weil hier ist ein bisschen schwierig. Na, ach, ich bin blöd, ich bin. Na, geh rein! Geh rein! Oh, das war so dumm von mir. Wir haben es geschafft. Yeah! Und wir sind doch nicht gestorben. Wie sah es denn jetzt bei den Items so aus? Immer noch so. Ah nee, ja. Jetzt haben wir wenigstens übelst viele Froschanzüge, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in Welt 4 jetzt positiv oder eher negativ ist. Okay, wenn ich den Froschanzug halt verliere, sind wir halt immer noch normal groß, ne? Sind wir jetzt klein? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr. Kurz Gedächtnis lässt grüßen. Wir werden einfach einen benutzen. Ist zwar total sinnfrei, aber um wenigstens ein Item halt zu haben. Und wenn wir uns treffen lassen, halt normal groß. Oh, vielleicht war das jetzt doch nicht so ganz falsch. Oh. Mann, und da nur hier. Na, geh doch rein. Geht doch nicht. Da ist es schon passiert. Na. Fuck. Okay, so weit, so gut. Ja. Na. Hä? Ah! Wow. Nein. Wollen wir klar? Ich weiß nicht wieso. Ich will das aber. Mann, für einen Emulator ist das ein bisschen. Naja, sag ich jetzt mal. Nicht gut geeignet. Ey, das Einschlafen bringt ja auch nicht viel, weil das sind ja nur die Gegner hier, die auf der Karte sind, sag ich mal. Die werden quasi nur eingeschlafen, kann man halt hier, ja. Nutzen wir einfach trotzdem weiter. Ich will nicht so besonders klein sein. Das stirbt man noch schneller. Als eh schon. Wow, was war das?
Na, kannst du überhaupt was? Nein, anscheinend nicht. Was mache ich dir denn wieder bloß? Ja, kriegst du überhaupt was denn? Hallo? Das Spiel ist nicht für den Emulator geeignet, sehe ich gerade. Versuch mal zu rennen. Nein, diesmal warte ich. Ja, er hätte mich fast getötet, ich glaub's noch. Jetzt aber. Okay, warten. Schön warten. Und, das wollte ich jetzt gar nicht. Ah ne, vielleicht kommen wir ja da rein, oder? Pilz! Nein. Oh. Kann man hier vielleicht auch das so rein? Ich könnte auch in keine Röhre rein, ey, ne? Ich hab so Schiss, wenn ich mal sterb, dann wieder gehen, Mann. Was ist das hier für eine Scheiße? Ich hab's gesagt. Ey. Alles irgendwie passiert, wenn ich immer irgendwas sage. Okay, das war gerade. Okay. P-Switch. Warten. Okay, bringt das was? Irgendwie Item oder so? Komm, Item. Oh, nein, falsche Richtung. Oh. Ich werd gehasst. Och, Mann. Ja! Natürlich. Warum nicht? Ich bin echt zu doof, einfach nur, ne? So, wie viel Zeit haben wir schon vergeudet? Okay, 6 Minuten. Ich versuch's jetzt einfach mal. Sollte eigentlich woanders hinspringen, aber naja. Man kann ja die blauen Blöcke verschieben. Diesmal will ich aber nochmal den Pilz haben. Wow. Vorsicht hier. Mal wieder warten. Weil das Wasser kommt ein bisschen, ja, zu hoch, sag ich mal. Diesmal bleibe ich genau, ja, andere Richtung auf einmal wieder, ey. Können wir hier mal rein. Okay, wir haben es geschafft. One. Und geschafft. Ey, cool, wir haben nochmal einen Stern bekommen. Okay, was heißt Stern, also hier. Wenn man jetzt, na, noch einen Stern bekommen, dann haben wir entweder auch einen Stern oder wir bekommen 10 Ups. Ich glaube bei 3x Stern bekommen wir 10 Ups. Bitte sei. Ey. Nein, ich sag's nicht. Am Ende wird das jetzt. Am Ende kommt das bestimmt jetzt. Wollen wir wetten? Okay, doch nicht. Weil ich wollte nämlich sagen, dass so. Pass auf. Es wird definitiv auch ein Froschanzug kommen, wollte ich eigentlich sagen. Gut, dass ich das erst danach gesagt habe. Ach, egal, machen wir einfach nochmal weiter. Okay, och nö. Nein, du wirst mich jetzt nicht treffen. Ist jetzt stehen geblieben? Alter, was sind das für. Ja, natürlich! Hab ich überhaupt auf mich gesprungen oder so? Ich weiß nicht, hab ich jetzt nicht so richtig gesehen, aber ihr könnt das ja sehen. Ich jetzt zwar auch, aber bei der Aufnahme kann man das wenigstens sehen. Also ich werde jetzt beabsichtigt. Und was werde ich? Eine Tanuki? Ich bin nur das Einzigste. Ach komm, ne. Jetzt wollte ich gerade weiterlaufen, ne. Ich will jetzt aufpassen. Kann man die umbringen? Ah, okay, man kann die auch mit Tanuki umbringen. Das geht natürlich auch. Sind wir lieber mal ein bisschen vorsichtig. Nein! Oh! Wow! Hab ich Glück gehabt! Oh! Gehen wir erstmal rein in die Röhre. Okay, wieder ein Untergrundlevel anscheinend. Aber trotzdem wieder ein bisschen aufpassen. Okay, nein, das war falsch, das ist so dumm. Oh, Mama Mia! Oh nee, bitte nicht, ey. Musik! Dings da. Ist dein Name nicht eingefallen? Jetzt muss ich es doch machen. Ach, Menno. Egal, weil das wird schon nicht so schwer sein. Ja! Ich halte mal die Klappe. Ey, komm schon, ey. Mann!
Oh, nee. Nee. Sogar gegen diese leichten Sachen verliere ich auch noch. Na komm. Ernsthaft jetzt, ey. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Los, komm, Feuerblume. Boah. Ja, tot. So. Okay, wieso jetzt die Wolke? Ist mir schon klar, man kann damit ein Level überspringen, aber wir wollen ja alle Level durchzocken, ne? So, mal schauen, ob das jetzt mit der Feuerblume jetzt leichter ist. Ich bin wirklich zu doof, ne? So. Machen wir es uns jetzt ein bisschen leichter, ballen wir jetzt einfach die ganzen dicken Hammerbrüder ab. Okay, dann danach kann man ja diese Schildkrötenviecher nicht. Kein Kommentar. Und Langsprung. Wow. Oh ne, jetzt muss ich da drauf timen, ne? Oder? Oder kann ich einfach drüber springen? Ja. Aufpassen. Und nochmal. Aufpassen. Okay. Passt bis jetzt. Ach cool. Wir kriegen die Rechnung bezahlt. Den wir gerade verloren haben, bekommen wir jetzt quasi wieder. Cool. Den nehme ich mal kurz mit. Kann ich. Ach. Ein bisschen schwer zu erreichen, ne? Aber ich hasse den B-Up-Button, den es bei diesem Emulator gibt. Das habe ich mal ausgetestet. Aber, nee. Nee. Ich bin einfach zu dumm. Hä? Ich habe doch gesprungen. Hier. Ich war dort. Ich war doch da schon. Also, nee, weil ich Game Over war. Okay. Machen wir schnell hier, was weiß ich, keine Ahnung, hier. Zum Glück ist wieder eine Feuerblume, das ist gut. Nehmen wir den gleich. Ja. Ich glaube, irgendeiner müsste mal zählen, wie oft ich jetzt schon Game Over gegangen bin. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt jetzt schon über 2-3 Mal oder so. Oh. Bei welchem Part war ich als erstes Game Over? War das schon Part 2 oder 3 oder so? Bin mir gerade nicht sicher. So. Töten. Okay. Machen wir nochmal. Schade, dass hier kein. Wow, okay, das war Lager. Jetzt hab ich's wieder vergessen, weil ich habe irgendwas gesagt und dann. Ah, wow. Das war wieder Lager. Okay, soweit so gut. Ja, ich hab wieder Schiss, dass ich wieder übelst sterben werde, der so lächerlich ist. Ah nee, ich hätte auch die Feuerblume. Ach egal, jetzt habe ich wenigstens jetzt hier nochmal Tanuki und gut ist. Komm zu Mario. Yeah. Okay. Jetzt wird wieder höchste Vorsicht geboten hier, weil, ja, jetzt müssen wir ein bisschen defensiv arbeiten. Kleines bisschen. Wir rutschen nicht runter. Aufpassen. Okay, soweit ganz gut überstanden, denke ich mal. Okay, ab. Wow. Heute bin ich irgendwie, keine Ahnung. Heute habe ich Glück, finde ich. Bis jetzt haben wir nur einmal Game Over gegangen. Okay, das ist scheiße. Aber naja. Okay, da bin ich einfach zu doof dazu. Ja. Nein. Die, nicht, dass ich wegen solcher Dinger jetzt sterbe. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Kopfhörer. Okay, und jetzt rennen wir da ins Ziel und. Ach so. Hatten wir jetzt beim letzten. Ah, ne, wir waren ja Game Over. Oh, da hätten wir bestimmt 10 Ups bekommen. Ach, Menno. Ich bin doch zu doof dafür, ne? So, jetzt sind wir hier. Jetzt wollte ich schon fast sagen Castle. Oh ne, nicht das. Oh ne. Diese, na hier. Von den Laternen hier, diese Feuerschen da. Die sind, oh ne. Die sind so behindert wie die verkackten Buhus, ey. Aber die sind so nervig. Oh ne. Kann man überhaupt da irgendeine Röhre rein? Ich will es nicht versuchen. Ich habe nämlich keine Lust gerade darauf. Komm, beweg dich.
Wow. Um noch was zu sagen. Noch einer, dann haben wir die 50 Abonnenten geknackt. Entweder mal schauen. Ist hier kein irgendwie Secret Dings da, Bums da, irgendwas. Ich glaube, ich muss es so schaffen, oder? Okay, ich habe es geschafft. Entweder, ich weiß nicht, wie ich es machen werde. Entweder bei 50 Abonnenten oder bei 100 werde ich dann so ein Faktenvideo machen. Das machen sowieso die meisten und ja, so was anderes zu machen oder so ist auch mal was Gutes. Weil das erste, okay, es war jetzt zwar kein Special, aber na. Meine 10 Abonnenten habe ich nur so eine kleine Rederei gemacht und so, dass ich mich bedankt habe und das alles und so ein Zeugs. Vielleicht werde ich jetzt dann diesmal so ein richtiges Special machen und hoffentlich überleben wir jetzt diesen Kampf gegen Bum Bum. Greifst du überhaupt so richtig an? Alles passiert nur auf Ansagen, habe ich das Gefühl. Ja, komm, hier, hast noch ein Stößerchen. Okay. War der letzte Treffer jetzt Pussy-like? Ich weiß es nicht. Ich wollte den Kampf nur schnell hinter mich bringen. So, wie lange haben wir jetzt bis jetzt? Ja, mal schauen, ob wir noch Level schaffen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Speichern? Natürlich. Also, jedenfalls, also, ich frage jetzt einfach euch, wie hättet ihr es gerne? Bei einem 50 Abonnenten Special oder 100? Ich frage euch da jetzt voll und ganz, ob ihr jetzt das Faktenvideo dann beim 50 Abonnenten Special sehen wollt oder beim 100 Abonnenten Special. Ist euch frei überlassen, wenn ihr wollt. Okay, die Community ist jetzt zwar auf sowas von klein, aber wenn einer mal was schreibt oder so, dann. Ja, dann weiß ich wenigstens Bescheid, so 1, 2, 3 Leute oder so. Dann werde ich das ja machen. Je nachdem, ich werde es euch einfach frei überlassen. Also die Entscheidung liegt klar bei euch. Achso, ja, ich wollte schon sagen, man fängt das Wasser an da. Oh ne, mit Lakito. Ja. Ich mag den Lakito nicht. Ey, der ist. Keine Ahnung, wo waren der zum ersten Mal mit dabei? Das weiß ich schon gar nicht. Ist der hier erst zum ersten Mal oder so gekommen? Ich weiß es gar nicht, weil das ist ja quasi ein. Hä? Nee, oder? Hä? Schon vorbei? Hä? Hey? Hey? Nee, komm, machen wir noch eins, wirklich noch. Oh, der linke Kopfhörer nervt. Ah. Hallo, wähle eine Truhe. Ihr Inhalt wird dir auf deinem Weg nützlich sein. Mehr oder weniger tot, aber trotzdem danke. Ja. Ja. Feuerblume, for the win. Okay, ja, hier. Das ist ja Weltfair ja doch immer kurz. Ich lass mich immer wieder treffen von dir, Mann. Oh, P-Flügel. P-Flügel. Ist eigentlich ganz klar, wenn man das benutzt hat, ist man einfach zu einem Tanuki, aber dass man halt unendlich fliegen kann. Aber ich glaube, das ist. Na. Das ist, glaube ich, nur für ein Level. Dann danach ist man halt normal Tanuki und so halt. Dass man normalen Tanuki Mario und. Ja. Also von der P-Flügel ist halt nur die Fähigkeit, dass man halt nur unendlich halt fliegen kann. Was halt nur ein Tick nervt. Ist das Gepiepe immer? Aber sonst ist das, ja, normal. So, machen wir einfach weiter. So. Wie viel hat man jetzt noch gerade? Ja, wenn wir es im First Try schaffen, dann, ja. Wie soll man das als Spieler wissen, dass auf einmal so ein Paracooper kommt? Ja.
Da fühlt man sich doch immer zu verarscht. Hä? What the fuck? Was? Warte. Hä? Diesmal warte ich. Komm her. Okay. Na, du kommst jetzt nicht. Oder? Warte mal. Okay, das war Reflex. Komm her, PC. Yeah! Runter geht's nicht. Sprung auf die Wolke, aber hier cool wie dies. Ausweiche natürlich. Hä? Das sind solche Verfolgungskugelwillis oder was? Oder die gehen nur einmal hier links, rechts und gut ist. Oder wett. Rot sind sie zwar, aber. Hm. Wenn es wieder irgendwelche hier Probleme gibt, bitte hier von, na, vom Ingame-Sound, dann wundert euch nicht. Mein linker Kopfhörer spinnt irgendwie gerade übelst rum. Warte mal kurz. Okay. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ich glaube, ich mach mal lieber weiter. Wow, das war Glück. Ja, lass mich doch mal. Na? Okay, dann halt nicht. Nein! Doch, Alter. Okay. Haben wir dich. Hat er klar, dass er kommt, ne? Na? Boah. Okay. Na komm, schieß. Ja, toll! Jetzt müssen wir noch Time oder. Okay, doch nicht. Okay. Ho. Lass mich drüber. Oh, okay. Nein, komm nicht zurück. Okay, komm zurück, aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Kommt noch was Böses? Oh, komm, wir haben 3 Sterne. Ich glaube, wir bekommen jetzt 10 Ups, ne? Oder? Ah ne, da waren es 5. Hat man nicht irgendwo auch irgendwie auch 10 oder so bekommen oder so? Oder war das höchstens nur 5? Bin mir gerade nicht sicher. Aber jedenfalls, ja, wir haben unser Limit erreicht. Das ist immer so das Maximale. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Super Mario Bros. 3. Bis zum nächsten Mal, euer Alex4 2301. Ciao Leute, macht's gut.